Ja. Chat, nein. Ja, nochmal. Es ist letztendlich, du kannst es so oft durchspielen, wie du willst, es wird immer wieder was Neues in dir auftauchen. Aber ich kann immer wieder nur darauf hinweisen, dieses ganze komplizierte Denken ist komplexer, du denkst. Ja. Und was wichtiger ist, was wirklich wichtig ist, was die Leute gar nicht sagen, die Leute, die Medim, die Toten, die wir uns jetzt ausdenken, das sind so viele, das ist eigentlich das Wesentliche, dass du dir einfach bewusst machst, was ist jetzt da und du beobachtest, wie sich das verändert. Ja, genau. Wenn dir das bewusst ist, dann bist du Bewusstsein. Ja. Dass du wirklich diesen Mechanismus, Mechanimus, dass du ständig meinst, das, was jetzt in dir, aus dir auftaucht, das ist die Metapher mit dem träumenden Geist, dass das jetzt wirklich jetzt entsteht, weil du es entweder anschaust oder weil du es denkst oder weil du es hörst oder weil du es spürst. Das, was du wahrnimmst, ist hier und jetzt. Und diese Hartnäckigkeit zu glauben, dass das irgendwo da außen ist, wenn du jetzt das Video zum Beispiel anschaust, wenn du das nochmal anschaust und nochmal anschaust. Ich kann immer wieder nur darauf hinweisen, es ist ein ständiger Wechsel von deiner eigenen Information. Für diese Dinge gibt es kein Vorher und kein Nachher. Ja. Jegliche Form von Leid, die du erlebst, ist, weil du das immer wieder ignorierst, mit einer extremen Hartnäckigkeit. Dass wenn du am Fernsehen schaust, Nachrichten schaust, eine Zeitung in der Hand hast, die Zeitung entsteht, dieser Fetzen Papier entsteht in dem Moment, wo das in dir auftaucht. Ja. Du kannst dir nur versuchen, bewusst, immer jeden Moment bewusst zu machen, wie hartnäckig diese Illusion ist, dass du außen an einen Bericht geschrieben hast, dass da Schauspieler sind, die irgendwas gedreht haben. Jetzt der Glaube, dass dieses Gespräch in der Vergangenheit geführt wurde. Jeder Moment, der auftaucht, taucht jetzt auf. Und du siehst nur das, was jetzt in dir auftaucht, aus dir selbst sich entfaltet. Ja. Das ist hundertprozentig sicher. Alles andere ist Unbewusstheit und Interpretation. Du verstreust das um dich herum und du kannst dir nur bewusst machen, wie sehr der Zweite noch mächtig in dir ist, weil du glaubst, es ist da außen. Ja. Und diese vielen Möglichkeiten, diese unendlich vielen Möglichkeiten, wenn du zum Beispiel in die Grausamkeit gehst, wenn du einen grausamen Film anschaust, gestern, hier und jetzt gedacht, jetzt angeschaut, der da dort, der war extrem grausam. Ja. Ist eine Interpretation. Es waren einfach nur flackernde Lämpchen. Genau. Wo ich noch dazu sage, wenn wir jetzt hier bei dem Faber, bei dem Tatort-Kommissar, wenn du die Vorgeschichte nicht kennst, kriegst du das eigentlich gar nicht mit. Da muss man wissen, denn seine Frau und seine Tochter wurde ermordet, aus der Rache von jemandem, weil der Faber, dieser Kommissar, seinen Vater ins Gefängnis gebracht hat. Und dann hat er sich gerecht, dass er seine Frau und seine Tochter umgebracht hat. Und jetzt in einem, diese Hochhausszene auf dem Hochhausdach, die war schon mal, dann haben sie ihn gefangen genommen, dann wollte er, dass er sich umbringt. Und dieser Kommissar, der hat eher leck mich am Arsch gefühlt, weil er eh nicht leben wollte, weil seine Frau und seine Tochter tot ist. Und gut, jetzt hat er den Typen erwischt und der ist dann ausgebrochen. Und jetzt grätscht er wieder rein auf eine ganz perfide Art. Er entführt die Tochter von seinem Kollegen und lässt die in einem Verlies versteigern im Internet an Pädophile. Und er verlangt vom Faber, dass er Selbstmord macht. Dann lässt er die Tochter von dem frei. Und da ist typisch diese Monster, diese Pädophilen. All das ganze Zeug gibt es da außen. Nicht. Es sind Seinsmöglichkeiten wie Tiere. Ja. Das kann nur einer ausdenken, der das auf seinen Schwamminhalt drauf hat. Und egal, was du denkst, wenn du irgendwas nicht haben willst, es gibt unendlich viele Möglichkeiten zu denken, wie weit deinen Horizont, was dein, wie ich immer sage, dein Programm an Generationen hergibt, übersteigt. Das Problem sind deine Wertungen in Gut und Schlecht. Es ist diese Kategorie 2-Denken. Du Ja. musst komplett die Kategorie 2 überwunden haben. Du musst in deinen Sichtweisen vollkommen wertfrei und neutral werden, dann bist du Bewusstsein. Und du wirst merken, es wertet in dir, es urteilt in dir und dieses Urteilen ist schon Entheiligung. Wenn du der wirst, der das beobachtet und diese Urteilungen nicht mehr, diese Einseitigkeit nicht mehr bewertet, sondern nur sich dessen bewusst wird, wird es ganz zu neutralen Facetten. Ja. Emotionen entstehen durch Wertungen. Ja. Leid, Angst, alles entsteht durch Wertung. Und Ja. das ist immer eine Selbstentheiligung.
Und das sollst du dir auch nicht abgewöhnen. Du sollst bloß begreifen, dass das eben die Unterschiede sind, die du zu sehen bekommst. Es gibt keine guten, wenn es keine schlechten gibt. Aber ich kann das wertfrei sehen wie plus minus. Wenn ich immer wieder sage, plus steht ganz grob einmal für verbinden, darum ist eben diese Plus-Plus-Ebene in unserem Einheitskreis entspricht dem E-Quadrat, dem Geist. Und ich habe das schon mal gesagt, wenn wir die Trinität nehmen, dass ich jetzt das einmal sage, wir denken uns jetzt einmal eine Synthese. In dem Moment ist die Synthese schon ein Minus, weil wir denken uns das ja aus, wir stellen uns das vor, da muss einer da sein, der sich die Synthese ausdenkt. Dann gibt es zwangsläufig etwas, was nicht Synthese ist. Das ist jetzt These und Antithese. These und Antithese setzen mir die These für Plus und die Antithese für Minus. Von der Synthese aus gesehen ist das Plus etwas Abgetrenntes aus der Synthese und das Minus etwas Abgetrenntes. Das ist immer die Trinität. Wenn ich jetzt auch unser Tag als Ganzes gesehen, als Synthese besteht aus Tag und Nacht. Das simple Spiel. Ich merke immer wieder in den Fragen, dass die Figuren, die mit diesen Programmen arbeiten, das nicht verstanden haben. Und der Tag, die helle Hälfte nennen wir jetzt Plus und die dunkle Hälfte nennen wir Minus. Es ist aber beides sind Minus, Minus, weil die abgetrennt sind von dem Tag. Es sind Hälften, Urteile, zwei, die ersten zwei aufgespannten Berechnungen von dem Tag. Wenn wir das Wort Liebe nehmen, rot geschrieben, allumfassend, nennen wir die Plushälfte Liebe, das ist immer Plus ist verbinden, das lieben wir, und die Minushälfte abstoßen, mögen wir nicht, das hassen wir. Und das ist immer das, was du hast, hast du. Hassen ist haben, scharfes S. Das heißt, da kann gar nichts auftauchen, wenn du das nicht trennst, du brauchst einen Unterschied. Es ist so unendlich simpel. Und jetzt kannst du dir zehnmal einreden, du hättest irgendwas verstanden, wenn du nur einen Hauch mit Leid reagierst und du sagst dann, ich leide. Bist du noch nicht der, wo ich dir erkläre, was du eigentlich bist? Genau so ist. Du solltest irgendwann einmal anfangen, dich an das zu halten, was 100% sicher ist. 100% sicher ist das, was du jetzt wahrnimmst. Bis hin zu deinen Gefühlen, das du selbst erzeugst durch Interpretation. Und das Durchschauen deines zwanghaften logischen Interpretationssystems heißt nicht, dass du das verändern sollst. Es ist der Sprung, wo ich sage, wenn du ein bewusster Zuschauer bist von einem Film, dann kannst du heulen und du kannst dich gruseln, aber ohne Angst und ohne Leid. Jetzt wird das Ganze, wie man so banal sagt, zur Unterhaltung, dass du dich nicht zu Tode langweilst in die Ewigkeit. Das Leben kriegt eine vollkommen neue Qualität. Dann ist es ein spannender Film, wo du nur eine Rolle spielst. Aber der Schauspieler wird niemals Angst haben, wenn du ein Verbrecher spielst, wirst du als Schauspieler nicht Angst haben, dass man dich erwischt. Und wenn du ein Verbrecher spielst, der in der Todeszelle sitzt und auf dem elektrischen Stuhl wartet, wirst du vor diesem elektrischen Stuhl keine Angst haben. Weil du sehr wohl weißt, was deine Rolle ist und was du selbst bist. Das ist jetzt die abstrakte Theorie und die musst du zur Praxis machen. Und dann wirst du die Kleinigkeiten merken, wie du im Alltag immer wieder versuchst, was am Leben zu halten. Da kann der Udo in Tausenden von Selbstgesprächen, die immer jetzt in dir auftauchen, die alle gleichzeitig da sind, die schon da waren, bevor du die das erste Mal gehört hast, immer wieder darauf hinweisen, dass Angst keinen Sinn macht, dass das, was du versuchst, am Leben zu halten, deinen Körper, die Menschheit, ein vollkommen sinnloses, geistloses Unterfangen ist. Das ist die Entgeistigung, die Entgöttlichung von dir. Jetzt sage ich es nochmal. Schon deine Logik zwingt dich, dir zu sagen, das, was du zu sein glaubst, verändert sich im Laufe deines Menschenlebens, im Laufe des Spiels, der Rolle, die du zurzeit spielst, vom Säugling bis zum Greis, da gibt es nichts zu retten. Die ganze Schulmedizin, es ist alles nur, es geht um Geld, es ist pervers, ein perverses System mit irgendwas bekämpfen, ob das Viren sind, egal was es ist. Das Elementare der Selbstheilung, dass das alles nur Tests sind. Ich verweise nochmal auf eine alte Paracelsus-Schrift. Alt rede ich nicht chronologisch. Genau, jetzt. Krankheiten kommen von Gott. Jetzt, wenn ich natürlich weiß, was das hebräische Wort Krankheit heißt, dann sieht es natürlich was ganz was anderes aus. Krankheit ist immer, dass die Heiligkeit zerrissen wird. Aber ist jetzt das was Negatives? Wenn ich zum Beispiel hier eine Datei,
die ein Kontinuum, einen heiligen Unterkomplex darstellt, wenn ich den in Einzelbilder und Geräusche zerreiße, weil ein Film läuft? Kann ich das erleben, wenn es heilig ist? Anschauen. Das ist immer wieder der Spiel. Das sind die Kleinigkeiten, die Vatersprache, wenn du die verstehst, die ist unendlich tief. Wenn ich Ja. einmal schnell, warte mal einen kleinen Moment. Kleinen Moment. So machen wir das. Ich tue meinen Bildschirm schnell übertragen. Mal schauen, wenn es hinhaut. Schau, Ja. dieses Einfaches, dieses kollektive Licht, du hast ja ein Kollektivwissen in dir. Das ist einmal Profanes, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, eine Vormauer, da haben wir dann schon eigentlich, da steckt das Problem, das Vorgelegte schon mit drin, das Problemo, und das ist das Weltliche. Ja. Vor Angst zittern. Dieses vor Angst zittern, in Schrecken versetzt werden, ist ja unser kollektives, dieses Chat-D. Ja. Genau. Unser Chat. Chat darf Ja. erschrecken. Erweckte, logisch berechnete Ecken. Schinner. Schreck erfüllt, zerbrochen. Zer, die Geburt einer Berechnung heißt zu Form werden. Ja. BR heißt das Äußere. Jetzt kannst du das alles durchschauen, wenn du das magst. Da gibt es keine Zufälle, wenn du das beherrschst. Das ist höchstens, dass du es noch nicht bewahrst. Und wir nennen das ja Chit. Chat. Wird ja mit I geschrieben. Ja. Chit, Chi ist das Leben. Genau. Leben, die auseinandergeschmissene polare Existenz ist Wissen. Das Lebende. Die ist Wissen. 470 gelesen. Eine auseinandergeschmissene polare Existenz ist dein Wissen. Das ist die Gedankenwelle, die ich immer wieder zeige. Und das Ganze ist eine Kollektion. Entschuldigung, eine Spiegelung. Spiegelung. Du hast jetzt die Kollektion, das Chit. Jetzt haben wir ja die 8, das Chit-D haben wir, wenn jetzt die Schöpfung, das wollte ich dir zeigen. Chit-D, das heißt, ich werde in Schrecken versetzt. Das ist die weibliche 1. Ja, genau. Das Spiel haben wir ja schon so oft durchgespielt. Das musst du nicht wissen. Es reicht, wenn man sich dafür interessiert, dass du merkst, dass da wirklich ein vollkommen arithmetisches System ist. Du kannst übrigens jetzt Folgendes machen. Wir machen mal dein schöpferisches Wissen ab. Und das ist die Nase auf Hebräisch. Jetzt ist es natürlich sehr interessant. Jetzt denk dir mal, dein Kopf wäre Dasse und die Nase wäre der Henkel. Und jetzt kannst du deine 8 Seiten wieder durchspielen. Beziehungsweise die 16 Seiten. Genau, von Jetzt außen. weißt du auch, wieso, dass die Nase, das Angesicht, das zuerst einmal, wir wissen, Angesicht heißt ja Penim, Panim, Entschuldigung, als Penim ausgesprochen ist es das Innere. Okay, das heißt zuerst einmal Nase und Sonne, das sind die Hauptbegriffe, die man findet. Dann auch noch Rache. Immer das Grüne hier unten, das sind Originalübersetzungen von Jüden von der Itzhak-Luria-Akademie, die wir uns jetzt ausdenken. Das ist also das, was hier offiziell aus einer jüdischen Akademie mehr oder weniger vorgeschlagen wird, wenn diese Radix in der, im Tanach oder in der Tora vorkommt, wie die das übersetzen. Aber was mir wichtig ist, du kannst jetzt hier schon Folgendes machen, wenn wir das wieder aufmachen, immer ganz einfach, wenn man die Rot-Blau-Lesung hat, das ist erst einmal eine existierende Schöpfung. Ja, Und sie. die ist noch unreif, noch nicht gar gekocht. Okay? Nicht gar gekocht, noch roh, ungekocht. Und SE machen wir jetzt mal einen Sinus, ein Sin, he, eine Sinuswahrnehmung, die Ja, dir nicht bewusst ist. Dann schon. bist du ein Stück Kleinvieh, ein dummes Schaf. Das ist auch der Begriff für Lamm, da haben wir auseinandergeschmissene 2 mm. Ja. Okay, weil die noch nicht 3F gekocht ist. Das ist noch keine Spiegelfacette. Beim Genau. Zorn ist es natürlich ganz interessant. Da kriegst du zuerst einmal ZOR, zu Zorn werden. Das ist eine zur Form gewordene Existenz. Ja. Welt steht für fest. Eine Form. Eine Form geben, wobei der Geist immer eben ist. Ja. Du kannst natürlich das GB nehmen, einzeln, eine GB. Der Geist wird zu einer polaren Existenz, GBN.
Jetzt haben wir das Spiel, was ich schon tausendfach durchgespielt habe hier. Wenn ich die Radix GB, der Geist, der labert, jetzt kriegst du hier die Becken, das äußere Aue. Augen heißt der Becken AGN, BR heißt das äußere. Diese berechnete Berechnung ist eine Aue, das ist eine Fläche. Und jetzt kriegst du den Buckel, die Erhöhung, die Erwiderung, eine Felge, die sich dreht, das Gewölbe. Jetzt geht es Rücken, die Rückseite geht jetzt nach unten, Sockel, Deichvertiefung. Das macht schon die Sinuswelle, weil der Geist labert, wenn wir die uns räumlich denken. Habe ich so oft darauf hingewiesen. Und glaub mir, das ist immer noch eine Vereinfachung von einer Vereinfachung. Wir waren bei Ab, das schöpferische Wissen. Das schöpferische Wissen deines Intellekts führt dich zwangsläufig zu deinem Charakter. Ja, Api. Darum heißt es jetzt auch mein Zorn, mein Groll, mein Ärger. Zorn, meine Gestalt gewordene Existenz. Aus deinem Gesicht ragt die Nase hervor. Das ist das Spiel, das sind symbolische Bilder. Total rund, ja. Es ist absolut rund, es ist lückenlos, ohne Diskussion, ein lückenloses System, das übrigens auf alle Sprachen der Welt gilt. Ich Genau. sage nochmal, Holo-Feeling ist keine religiöse Spinnerei, keine esoterische Spinnerei und schon gar keine naturwissenschaftliche Geistlosigkeit, ein Konstrukt, das verwirklicht wird, das man geistlos nachplappert. Das ist Naturwissenschaft und Religion. Ja. Holo-Feeling ist die absolute Grundlage von allem, was überhaupt möglich ist. Das ist die Weltformel. Diese Vatersprache ist die Weltformel. Eine Wissenschaft, die nach einer Weltformel sucht, bloß weil sie nicht in der Lage ist, das geistlos nachgeplapperte Vorstellungen einer allgemeinen Relativitätstheorie von Einstein mit einer geistlos nachgeplapperten Quantenmechanik, das nur richtige symbolische Bilder sind, immer, egal was jemandem richtig erscheint, ist richtig. Egal wer das denkt, mit welcher Logik das gedacht wird, aber es ist fehlerhaft richtig. Genau. Und Holofeeling bildet jetzt mit der Vatersprache eine arithmetische Grundlage auf einer höheren Ebene, wo du auch Medizin, Bilder, Religion, alles mit ein und demselben System anfassen kannst. Jetzt Genau. verschmilzt sich eine vollkommen neue Einheit. Ja. Ich betone nochmal, das ist nicht für irgendwelche Gedanken, die du dir ausdenkst, es ist nicht für irgendwelche Menschen, die noch die Menschheit retten wollen, aber letztendlich alle nur nach Geld gieren, weil sie meinen, Geld erhält sie am Leben. Da kann ich dann immer wieder sagen, dass dich überhaupt lebendig macht, ist das, was dich jeden Morgen wach werden lässt, als der, der du jetzt zu sein glaubst. Du kannst dir nicht raussuchen, wie du aus dem Traum wach wirst, also in einem Traum wach wirst. Und du kannst dich nicht raussuchen, wenn du abends wieder einschläfst. Du kannst dich weder von dir aus bewusst einschlafen lassen, du legst dich hin und dann wirst du irgendwann einschlafen, das kriegst du gar nicht mit. Das kann innerhalb von Sekundenbruchteilen passieren, dass du dich hinschließt, die Augen zumachst und puff, weg bist du. Dieses, dass du weg bist, erlebst du nicht. Du Nein. erlebst immer, wenn du wach wirst. Mein berühmtes 22 Uhr, 8 Uhr Beispiel. Genau. Und dann kommen wir wieder so Deppen, die in dir auftauchen, die sagen, ja, wenn ich jetzt aber schlafe, ohne zu träumen, dann erlebe ich ja nichts. Ich sage, du denkst dir schon wieder eine Vergangenheit, wo du angeblich nichts erlebt hast. Aber das denkst du jetzt und während du das denkst, erlebst du was. Versuch dich immer auszuschalten. Versuch einmal zu beobachten, wie es ist, wenn du keine Informationen hast. Es wird dir niemals gelingen. Es ist das Spiel immer wieder, dass du dann meinst, was du jetzt denkst, war in der Vergangenheit. In der Vergangenheit war nichts und in der Zukunft wird nichts passieren. Sehen. Genau. Jetzt können wir wieder die Achsen drehen, wo ich sage, wenn du dich wirklich erhoben hast. Und zu glauben, es müsste irgendein Gedanke von dir wissen. Ich wiederhole immer wieder dasselbe, weil ich tausende Male tauchen Figuren in mir auf, wo mir der Geist hinter der Person am Herzen liegt. Mich interessiert nur der, der sich jetzt immer noch mit deinen Gedanken verwechselt. Wenn du in einen Spiegel schaust, das, was du siehst, bist nicht du, das ist eine Information von dir. Und wenn du jetzt an deinen Körper denkst, jetzt in diesem Moment, hast du eine Information, ein Gefühl, ein Gespür, du kannst das anschauen, das bist nicht du. Du bist der, der schaut. Und jetzt sage ich immer noch dazu, der bist du natürlich auch nicht, weil der, der schaut, ist schon wieder etwas, was du dir ausdenkst. Genau, nächste Stufe. Du wirst den Frieden finden, wenn du akzeptierst für dich selbst, dass du etwas bist, was nicht existieren kann, was nicht in Erscheinung treten kann als Ding an sich. Egal welchen Film du anschaust, egal in welches Theater du gehst, die Schauspiele, die du dir jetzt ausdenkst, symbolisieren Geistesfunk.
Der Geistesfunk bist du selber. Ich erzähle das jetzt letztendlich mir selbst, weil ich sage, ich bin du. Ich bin das, was du sein wirst, wenn du aufgehört hast, dich mit deinen Gedanken von dir zu verwechseln. Ansonsten lassen wir diese Rolle vollkommen unangetastet. Ich kann immer wieder sagen, die klassische Bühne, wir denken uns jetzt den Hamlet oder den Faust, den Mephisto, egal was es ist, wir wollen doch diese klassischen Theaterstücke nicht verändern. Die gibt es natürlich in vielen modernen und unterschiedlichen Variationen. Kann man machen, aber Variationen von Variationen. Und dann kommen die Moralisten dieser Welt, jetzt bei dem Dordot, Bildzeitung, ich spreche jetzt wieder ganz normalen Schnickschnack, Raumzeitlichkeit. Wie kann man sowas, solche grausame Bilder, das waren überhaupt keine grausamen Bilder, es waren einfach nur flackernde Lämpchen aus, fertig. Alles andere ist Interpretation. Was eine Figur in deinem Traum äußert, sagt überhaupt nichts aus über das, was er kritisiert. Ein altes Beispiel, ein Satz vom Udo. Wenn irgendjemand in dir auftaucht, jetzt wird schon interessant, ob ich das jetzt Mensch nenne, ob ich das Gedanken nenne oder Information nenne, ich rede vom selben. Ja. Eine momentane Erscheinung. Ja. Aber ich rede mal jetzt normal, egal was irgendeine Figur in deiner Traumwelt äußert, inklusive deine eigene Meinung, sagt nichts, absolut nichts aus über das, was kritisiert wird. Es sagt alles aus über sein eigenes Wertesystem, unter dem er leidet. Ja. Und das jetzt theoretisch begriffen zu haben, ist die eine Seite. Inwieweit du das praktisch verstanden hast, das erlebst du. Ja. Jegliche Form von Ärger und Angst. Und jetzt kommt dann immer das Zeitversetzte, wo ich so oft darauf hingewiesen habe, wenn dann immer wieder so ein Lichtblick in dir, der ich nenne es einmal eine Notbeleuchtung, was manche Leute Erleuchtung nennen. Es ist eine Notbeleuchtung. Mensch, da bin ich neben mir gestanden. Man drückt damit aus, dass man unbewusst war. Ich sage, du musst neben dir stehen und das beobachten, was du zu sein glaubst. Dann bist du bewusst. Ich spiegel das schon wieder. Ja. Dann kommt so ein Aha, jetzt habe ich was begriffen. Du hast es nicht verstanden, weil in dem Moment, wo du sagst, da bin ich neben mir gestanden, meinst du schon wieder, in der Vergangenheit warst du unbewusst. Jetzt bin ich bewusst. Und jetzt macht dir Bewusstsein, ist das, was schaut, rot geschrieben, nicht denkbar. Und alles, was gedacht wird, was prinzipiell Information ist, die ganze Ebene von tiefster Materie bis hin zum feinsten Gefühl, ist Unbewusstsein. Ja. Das Meer ist immer und die Gedankenwellen sind vergänglich. Unbewusstsein ist vergänglich. Aber nicht als Ding an sich, sondern bloß in sich. Mhm. Weil es sind ja ständig wechselnde Informationen. Was nicht vergänglich ist, sind diese ständig wechselnden Informationen. Das wirst du nämlich niemals, die ständige Veränderung gehört nämlich zu dem absolut nicht Veränderlichen. Mhm. Aber dies beides, das wir uns jetzt ausdenken, ist das absolut nicht Veränderliche, das wir uns denken. Ja, auch schon wieder bloß ein Gedanke. Das ist These und Antithese. Das sind die zwei Minus, Minus, Minus. Ja, genau. Das ist dann letztendlich das eine Pluswort. Das eine Plus ist im Hintergrund aber immer noch ein Minus. Minus. Das ist, wenn ich jetzt was sehe und ich sage, das sehe ich, das nenne ich jetzt Plus, da ziele ich drauf. Denken wir uns einfach. Da brauche ich immer einen Kontakt. Das ist jetzt wieder wie mit der Tasse, wo ich sage, wenn wir jetzt die Tasse nehmen, du musst erst einmal an der Tasse denken. D-Asse, esse, heißt, du wirst etwas tun, etwas machen, in der Handeln. Ja. Okay, wenn ich jetzt mir die Tasse denke, erst wenn ich an Tasse denke, existiert eine Tasse. Das ist ganz, ganz abstrakt. Aber wenn ich jetzt die Tasse denke, muss dir klar sein, wenn du auf das Bild schaust, angenommen, die wäre jetzt weiß, siehst du die Tasse und die Tasse siehst du, weil da etwas anders ist. Ja. Du brauchst einen Hintergrund, du brauchst eine Gedankenwelle. Das heißt, dieses abstrakte Denken der Tasse, wenn wir die jetzt unendlich groß machen, dann siehst du die nicht mehr. Das dreht sich jetzt, sobald wir den Henkel dran setzen. Ja. Dieser Henkel ist jetzt könnte ich die Tasse, wenn die weiß ist, unendlich groß machen und jetzt habe ich durch den Henkel einen Unterschied. Das sieht übrigens fast aus wie eine Nase an den Kopf. Ja. Das ist ein schöpferisches Wissen. Genau. Darum ist die erste Ebene immer, egal an was du denkst, du musst erst einmal an was denken und sobald es aufdeckt, ist ein Hintergrund da, das ist dasselbe Ding, was eben nicht ist. Ja. Ich sage jetzt, wir denken erst einmal an ein Internet, dann gibt es ein Nicht-Internet. Das ist das Drumherum. Wenn man das Wort Internet hinschreiben wird, das ist das weiße Blatt Papier. Und jetzt sage ich, das existiert oder das existiert nicht. Mhm.
Jetzt wird es interessant, dass ich dann immer wieder sage, bei der Brille ein schönes Beispiel, dass dir jetzt erst einmal klar sein muss beim Internet, ich bleibe beim Internet, dass du dir jetzt das ja in der Zeit denkst, dass ich immer sage, das Nicht-Existierende denkst du dir vorher. Dann könnte ich jetzt sagen, vom Anfang der Welt bis 1990 hat es kein Internet gegeben und seit 1990 bis in alle Ewigkeit wird es Internet geben. Was aber Blödsinn ist, weil es ja kein Vorher und kein Nachher gibt. Genau. Aber bloß, dass man, ich bringe Beispiele, dass du das mit deiner Logik anfassen kannst. Ja. Aber es ist immer ein Zerdenken. Es ist immer ein Zerdenken, dieses einfache Spiel des ständigen Wechsels anschauen und die eigenen Reaktionen sich bewusst machen, die deine Gefühle erzeugen. Das kannst du nicht abstellen, solange du das Buch, dieses Programm nicht durchschaut hast. Das Einzige, was du erreichen kannst, die höchste Ebene, ist, dass du wirklich zu dem Zuschauer, zu dem Schauspieler wirst, jetzt rot geschrieben, der weiß, du kriegst den Zustand, die Gefühle sind deswegen immer noch da, aber die sind so, wie wenn du einen Film anschaust. Ja. Dann gruselst dich, dann ekelst dich, du sollst dich da gar nicht einmischen, das will ich gar nicht verändern. Die Vervollkommnung beginnt erst einmal, dass du durch dieses, ich habe ja nichts damit zu tun, ist das nicht schlimm? Die Pädophilen, die Sexualverbrecher, das hängt davon ab, wie wäre es jetzt, wenn du ein Pädophilenprogramm in dir laufen hast? Können die sich das raussuchen? Kann sich ein Pädophiler, kann der sich raussuchen, dass er jetzt von dir gedacht wird und dass er so ist, wie du in dir denkst? Existiert er überhaupt, wenn du ihn nicht denkst? In Gedanken. deinem Traum, in deiner Welt? Es sind unendlich viele Seinsmöglichkeiten. Genau. Doch viel mehr, wie dein kleines Programm jetzt hergibt. Das ist mein Beispiel mit Basic. Du hast es nicht verstanden, sonst wird sich jetzt dieses Gespräch nicht wiederholen. Ja. Was übrigens sehr, sehr interessant ist, jetzt dieses kleine Beispiel, müsste ich fast nochmal reinstellen. Heute Morgen, das ist, ich habe ja verschiedene Chats. Wir haben ja den Fiegenstall-Chat von der Fiegenstall-Gruppe, dann im Bezi an Musik-Chat. Und da hat die Daniela hat, einen Vortrag reingestellt. Ich stelle das dann unter das Video nochmal mit hin, kurz zum Reinschauen von der Birkenbill. Aha, ja, die Vera Birkenbild, Ein ja. Blick, ich rede jetzt natürlich voll raumzeitlich. Merkst du, das ist schon wieder trügerisch. Du Genau. kriegst eine Mitteilung und der hat es reingestellt. Ja, Ich ja. rede normal, weil sonst wird es, wenn ich jeden Satz darauf hinweise, kommen wir nicht weiter. Genau. Das ist eine komplett eigenständige Welt. Ja. Das ist dieses Erheben, diese Achsen, wo ich, da ist der Blindfeld-Vortrag, wo ich die Achsen erkläre. Der erhobene Geist wäre jetzt der, der sich ganz bewusst ausdenkt, ich spreche es nochmal an, Wipperthal-Weißenburg, du bist jetzt über der Tasse, über den Dingen und du denkst dir diesen Saal mit 201 Menschen. Und du kannst in die Köpfe reinschauen, die du dir ausdenkst, weil jeder Kopf, den du dir ausdenkst, ist eine Kiste. Da wird immer das drin sein, was du dir denkst. Also gut, du schaust jetzt in den Kopf von dem Udo rein und schaust aus die Augen vom Udo raus. Dann siehst du 200 Gesichter, 200 Menschen vor dir, Menschen, Personen vor dir sitzen. Okay, jetzt schaust du in den Kopf einen, der in der ersten Reihe sitzt, während des Vortrags, der sieht die ganze Zeit bloß den Udo. Oder da, wo er gerade hinschaut auf die Leinwand, wenn der Film läuft. Sonst sieht er nichts. Das gilt für die in der ersten Reihe. Wenn du in der letzten Reihe sitzt, der hat einen Haufen Hinterköpfe und den Udo. Ja. Jetzt wird es natürlich schon eng. Das ist dir möglich. Du tauschst deine Bilder aus. Es kann nur in deinem Kopf sich abspielen. Aber du hängst so in deinem Programm, dass du letztendlich nur das verwirklichst, was dein Programm in deinem persönlichen Leben hergibt. Und jetzt kommt das Problem, dass du meinst, das Zeug, das andere ist auch dann da außen, wenn du nicht dran denkst. Das ist der Bruch des zweiten Gebotes und darum leidest du. Ja. Du wirst so lange auf dich einprügeln, bis du anfängst, meine 10 Gebote zu halten. Dazu musst du die aber zuerst einmal verstehen. Ja. Das beginnt eigentlich schon hier, wenn wir da tiefer reingehen, in dem ersten Gebot, mach dir kein Bild von Gott. Da ist schon die erste Fehlübersetzung drin. Eigentlich heißt es, mach dir kein Bild von dir selbst. Das spreche ich ja immer nur an. Es wird jetzt zu weit führen, wenn wir hier in Details gehen. Vertrau mir einfach. Das ist das Einzige, das ich will. Vertrau mir. Und es ist doch nichts leichter, wie mir zu vertrauen, weil ich verlange ja von dir nichts, außer dass du mir vertraust. Das ist nicht damit verknüpft, dass du dein Glauben ändern musst von einer Sekte in die andere, von der einen Perspektive in die andere Perspektive wechseln. Du solltest nur akzeptieren, dass es auch andere Perspektiven gibt. Und du konntest dir dein jetziges logisches System, dein Schwamminhalt, in keinster Weise raussuchen.
Also wieso maßt du dir an, über Pädophile herzuziehen, die es nur deshalb gibt, weil sie von dir erschaffen werden? Ich habe in einem der Gespräche habe ich immer wieder darauf hingewiesen, ich verfüge über das Bewusstsein, dass ich mir nicht irgendwelche geistlose Deppen ausdecke und denen dann versuche, diesen Gedanken zu erklären, dass sie geistlose Deppen sind. Ich sage, ich erkläre Gedanken von mir überhaupt nichts. Ich gehe mir am Arsch vorbei. Genau. Ich ist natürlich jetzt nicht das Pixelmännchen Udo. Ich sage das immer wieder dazu. Genau. Ich spreche von einer ganz anderen Ebene. Von Geist zu Geist. Penim et penim. Ja. Vom Innersten zum Inneren. Ja. Das sind die innersten Zwiebelschalen, die innersten Schichten bis zum Kern, aus dem Zentrum des Kreuzes. Ja. Genau. Ich habe keine Angst vom Tod, ich bin schon tot. Ich Ja. bin so viel, ich bin du. Ja. Und du bist ich. Wahrlich, ich sage dir, ich bin jetzt in dir, so wie du in mir bist. Wir sind eine ganz andere Familie, eine nicht existierende Familie. Genau. So müssen wir auch in der Welt der Existenz kein Grüppchen bilden. Nein. Weil diese nicht existierende Familie ist was Untrennbares für die Ewigkeit. Genau. Und wenn du mich jetzt sprechen hörst, gehörst du dazu, auch wenn du es noch nicht wahrhaben willst. Du wirst es auch nie wahrnehmen können, weil eine Wahrnehmung ist, hat immer was zu tun mit Existieren. Das ist die Wirklichkeit. Ich rede von dem wirkenden Licht. Und das Ja. ist nur ein Licht. Ja. Das rote Licht. Aber Gott ist doch Licht und er sprach, es ist Licht und es war Licht. Im alten Hebräisch gibt es keine Vergangenheit. Es ist Licht und es ist Licht. Es ist die Lampe im Projektor, die wir jetzt rot machen, und es ist die Sonne auf der Leinwand. Die beleuchtet überhaupt nichts. Schon Nichts. das ganze heliozentrische Weltbild. Genau. Da wird auch ein ausgedachter Messias, gibt es auf Netflix jetzt so einen schönen Film, Messias. So. Die Moderne, der Messias kehrt zurück. Dann ist die Frage, ist es nicht? Dann macht der eigentliche Wunder, der dann vor die Fernsehkameras übers Wasser läuft. Und dann kommen natürlich sofort wieder die ganzen religiösen Menschen und die Zaubertricks sind. Ich bin, du heißt am Anfang, mein Menschensohn wird keine Wunder machen. Genau. Weil was bringt es einem normalen Menschen? Wir haben wieder zwei verschiedene Arten von Menschen. Er Die wird. einen, die unbedingt einen Erlöser, einen Messias haben wollen. Sobald die den Zaubertrick glauben oder was auch immer, auch wenn es ein Wunder ist, sie werden blind glauben, sie werden nicht mehr hinterfragen. Sie sind überzeugt, den kann ich jetzt vertrauen. Genau. Und die anderen, die es nicht glauben wollen, das siehst du dann schön in dem Film, die sagen bloß, ja, denn sein Onkel war ja eigentlich, das ist ja eigentlich schon, der war in der Psychiatrie und denn sein Onkel war ein Zauberkünstler und der hat ihm das alles beigebracht, um die Menschen zu manipulieren. Die suchen dann nur nach dem Trick, wie er es gemacht hat. Ja. Der Wegweiser, der ich bin, es ist mir wurscht, ob du auf mich hörst. Vollkommen. Es ist dein ganz persönliches Problem, das ich übrigens schon abgeschlossen habe, weil ich das Buch schon, das Leben schon durchlebt habe. Darum bin ich jetzt in dir auftaucht. Eine reine Hilfestellung, ein Wegweiser. Und du bestimmst mit einer Reife, ob du mir vertraust oder nicht. Aber loslassen musst du selber. Ein Weg, den man nicht gehen kann. Der Mais. Der man ist. Du bist das Buch. Und der Weg wäre, wie wenn du das durchblätterst. Das ist der Weg in Einzelbildern, so wie wenn du einen Film anschaust. Die Bilder sind immer jetzt, aber auf der tieferen bzw. geistig höheren Ebene kann man auch wieder drehen. Merkst du, kann man alles austauschen. Ja, Das göttlich. ist ja immer wieder, wo ich dann immer wieder darauf hinweise, diese klassische Symbolik, du brauchst das Schlüsselloch und du brauchst den Code. Der Code ist die Vordersprache und das Schlüsselloch ist diese einfache Metapher mit dem Immersein, mit dem Meer, wo die Wellen auftauchen und der Veränderung. Und ob jetzt das von unten auftaucht oder wenn Himmel oder El Hayom Him, ob das von oben dir einfällt oder von unten auftaucht, sind eben die zwei Seiten, die brauchen wir zur Vollkommenheit. Das ist das Minus Minus. Ja. Wenn ich im Himmel oben bin, dann bin ich der Petschaft, dann präge ich die Patrize, dann präge ich die Täler in dich rein und dadurch kriegst du deine Berge. Wenn Ja. ich von unten eine Eruption mache, dann bin ich Matrize, dann schiebe ich mit meiner göttlichen Faust einen Wellenberg hoch, was zwangsläufig drumherum was absenkt. Und heiliges Denken, das sind jetzt wieder die zwei Seiten, die untrennbar zusammengehören, wie diapositiv und dianegativ. Das ist es These und die Antithese. Ja. Göttlich. Das ist in unserer Kammer, unser Kamera, die Kammer.
Ja. Es spiegelt sich alles um den kleinen Punkt, das Innen und das Außen. Die ganze Physik sind dieselben Geschichten wie in den Religionsbüchern, wenn man die richtig übersetzt. Das sind nur andere Metaphern. Darum Genau. kann ich dir auch alle physikalischen Formeln auch in der Tora zeigen. Es ist praktisch nur andere Sprache. Das ist immer wieder, wo ich sage, diese Bilder, denk an Word und an PDF, nur jetzt als Bild. Ja. Ich kann ein und dasselbe Bild in Word abspeichern und in PDF und in noch zig anderen Systemen abspeichern. Sobald ein verbindendes Parameter da ist, sind die umrechenbar. Ja. Wie es abgespeichert ist. Jetzt wirst du irgendwann einmal begreifen, dieser verbindende Parameter bist du. Du bist dieser kleine Punkt in der Kamera Obscura, in dem sich das innerhalb der Kamera und dieses außerhalb, das nach außen, wird jetzt das von innen, von außen nach innen projiziert oder von innen nach außen projiziert? Man wieder die zwei Seiten. Es wird so sein, wie du glaubst, dass es ist. Es ist aber eine Kategorie 2-Frage. Genau. Es geht aus dem Punkt gar nicht raus, Aus hier. weil sich alles in diesen einen Punkt abspielt. Genau. Das ist das ewige Nichts, das ewige Hier und Jetzt. Alles drumherum ist ausgedacht. Das sind wir. Das ist jetzt unser mein kleiner Sternwerfer, dieses Licht, das nicht vergeht, der brennende Dornbusch. Ja. Das ist übrigens ganz interessant. Da ist immer zuerst einmal B-Rennen, Polaritäten-Rennen, dann kriegst du einen Sinus. Ich mache mal ganz einfach nur im Deutschen. Und Dorn wissen wir, dioarischer Degeneration von Existenzen. Genau. Das ist, Busch ist immer eine polar aufgespannte Logik. Das Ja. ist der brennende Dornbusch. Der brennt, ohne zu brennen. Der Ja. sich bewegt, ohne zu bewegen. Was bewegt sich jetzt eigentlich? Der Finger? Was für ein Finger? Ist dir das jeden Moment bewusst, was jetzt da ist? Wenn du Zeitung liest, wenn du nur denkst, ist dir bewusst, dass wenn du denkst, dass es nur ist, weil du es denkst und dass es in deinem Kopf ist, der Coronavirus, dann kannst du dir Gedanken machen, dann schauen wir im Fernsehen, dann schauen wir jetzt nach China. Schau mir nach China oder glotzen wir vom Fernseher. Und dann Genau. siehst du Millionen Städte in den chinesischen, jetzt ganz normal gedacht, die leer sind, leergefegt sind, Millionen Städte, die leergefegt sind, zumindest so wird es dargestellt. Und dann kommt wieder irgendein Virologe, der Deutsche, der sagt, das ist nicht schlimmer wie eine Grippe. Wieso machen dann die Chinesen so einen Riesenaufstand? Dann kommen die Verschwörungstheoretiker, die Pharmaindustrie, wir arbeiten schon an Gegenmitteln. Wieso haben dann alle Fluggesellschaften, angeblich, ich zitiere nur Zeitungsberichte, wieso sind nahezu von allen großen Fluggesellschaften sämtliche Flüge nach China gestrichen? Weil das nicht schlimm ist wie eine kleine Grippe? Es sind Gedanken, es sind alles nur deine Gedanken, mehr ist es nicht. Frag mich also jetzt nicht, ob das stimmt oder nicht stimmt. Mach dir bewusst, bei Holofeeling geht es nicht darum, ob was stimmt oder nicht stimmt oder richtig oder verkehrt ist. Es geht darum, was hundertprozentig sicher jetzt da ist. Was ist jetzt da? Und das musst du nicht fragen, schau halt einfach. Schau. Und dann wirst du feststellen, dass neben den oder über den und um den herum, was du jetzt eigentlich siehst, das einer ständigen Veränderung unterliegt, ein Riesenschwall deiner persönlichen Interpretationen liegt, das dich so unendlich blind macht. Jawohl. Dein Wissen, dein Schwamminhalt, deine Rechthaberei, deine Ängste. Da kommt nichts von außen. Genau. Bist du selbst in deiner absoluten Unbewusstheit. Ja. UB jetzt blau geschrieben, dein aufgespanntes Wissen, nicht das verbundene Wissen, die Weisheit von dem roten UB. Genau. Wobei jetzt das blaue Wissen nicht unbedingt was Negatives ist. Die Frage ist bloß das bewusstes Wissen. Wir haben nämlich beim Wissen auch, zuerst einmal die 16 Seiten, die du nachvollziehen kannst. Die dann zu 32 Seiten waren. Das ist dann hier, dann beginnt Windows übrigens mit 32 Bit. Und Windows ist Leb. Das Fenster zur Wirklichkeit. Dann schau dir jetzt die 8 Offenbarungen an. Du wirst aber nicht glauben, dass irgendein Techniker, irgendein Bill Gates Windows erfunden hat. Meinst du, dass irgendjemand, den ich mir ausdenke, dieser Kopf, dass da irgendwas anders drin sein könnte, wo ich mir selber ausgedacht habe, höchst nicht persönlich, höchst geistig? Geistig, geistig. Ja.
Ich würde eine tiefe Demut ergreifen, wenn du wirklich begreifst, wer ich bin. Ich habe gesagt, wenn ich wiederkomme, werde ich wiedergeboren in deinem Kopf. Als ein ganz kleiner, unscheinbarer Brösel, um dir zu sagen, dass du viel mehr bist wie ich. Ich jetzt der Brösel oder dieser Gedanke, den du dir ausdenkst. Du bist viel mehr als der Udo. Und alles, was der Udo dir jetzt erzählt, kann er ja nur dir erzählen, weil du das träumst. Und du wiederum kannst dir nicht raussuchen, was du träumst. Da muss einer da sein, der dich träumenden Geist füttert, der jetzt in dem Moment schon wieder was Ausgedachtes ist. Dem wird es nämlich auch nicht geben, wenn ich nicht bestimme, was der dir suggeriert. Der Goethe, die ganzen Musiker mit ihren Texten, wo sie Geld einstreichen, weil sie ja so genial sind. Sich einmal fragen, vor wem habe ich das eigentlich? Wieso meint ihr, dass der Brösel Udo keinen Pfennig verlangt für das, was er macht? Ich habe es geschenkt bekommen und ich schenke es weiter an mich. An mich selbst, weil ich alle bin, die ich mir ausdenke. Das bedeutet Udo-Feeling. Jetzt kriegt die Christusgeschichte vollkommen neues Licht. Der Christus ist was anderes wie die Märchenfigur Jesus von Nazareth. Und der Buddha ist was anderes wie die Märchenfigur Siddhartha Gautama. Habe ich so oft erzählt. Du bist mehr als irgendein Gedanke von dir. Ist es so schwer zu verstehen? Und egal, wer in dir kommt, ein aufgetauchter Messias ist kein Messias. Es ist eine Figur in deinem Traum. Der Denker ist prinzipiell immer mächtiger wie das, was er denkt. Weil alles, was er denkt, existiert nur, wenn er es denkt. Das ist hundertprozentig sicher. Akzeptiere einfach, was hundertprozentig sicher ist. Du bestimmst, wer mächtig ist, du bestimmst, was gefährlich ist, was böse ist. Aber wiederum, das bist eigentlich gar nicht du. Du bist bloß das ausführende Organ für ein Wissen, das eigentlich genau genommen, wo du meinst, es ist dein Wissen, nur dein Schwamminhalt ist. Und mach dir doch die ganzen anderen Wissenselemente zu eigen. Dann kommt der eigentliche Heilungsprozess. Und der Heilungsprozess wird nicht eingeleitet, solange du noch irgendwas bekämpfst oder anders haben willst, wie es ist. Das ist die Sache mit dem Bastelstückchen. Der Irrsinn zu glauben, den Berg des ewigen Bewusstseins besteigen zu können, und dazu ist es nötig, dass du die Täler zuerst einmal wegmachst. Die Heiligkeit erreichst du nicht durch das Bekämpfen von Krankheiten. Und die Weisheit nicht durch das Bekämpfen von Wissenselementen, die nicht taugen, weil sie dir unlogisch erscheinen. Göttliche Gedanken über deine eigenen Gedanken. Das ist immer wieder die zwei Seiten, wo ich jetzt auch dieses Video zum Beispiel ist nur für dich, einzig nur für den, der sich es jetzt anhört. Und wenn du das jetzt mitteilst oder weiterleitest, ist es vollkommen okay, aber immer dran begreifen. Die, an die du jetzt denkst, die das vielleicht auch interessieren könnte, diese Menschen, diese Personen, das sind Gedanken von dir. Aber hinter diesen Masken steckst auch du. Du teilst das eigentlich mit dir, gefiltert durch andere Filter. Das ist die Möglichkeit, es zusammenzusetzen. Das ist eine leichte Unterstützung, aber es würde reichen, wenn du es verstehst. Also den, den ich eigentlich anspreche, egal wer du zu sein glaubst. Und ob jetzt dafür irgendwelche das sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist, für einen Gedanken ist es nie sinnvoll. Und ein ausgedachter Messias ist niemals ein Messias, es ist eine vergängliche Erscheinung, ein Hirngespinst. Du bist der Messias. Du bist der Einzige, der sich selbst retten kann. Indem du dich hingibst und einfach deine Rolle spielst, darum will ich die ja gar nicht verändern. Und du wirst dich dann massiv verändern. Ich sage, in dem Moment, wo dir dein Wertesystem, dass du aus jedem schlechten Film, wie ich das immer nenne, aus einem blöden Film, dummen Film, grausamen Film, einen interessanten, lehrreichen Film machst, das kannst du, den Film kannst du nicht verändern. Dein Leben kannst du nicht verändern. Dein Wertesystem kannst du vervollkommnen. Dann, wenn ich merke, dass du das machst, dann werde ich anfangen, auch ganz massiv in dein Leben aus dem Hintergrund einzugreifen und die kleinen Wunder passieren lassen. Und solange du stur immer wieder denselben Stiefel wiederholst, lasse ich dich drin. Es sind keine Drohungen, ich sage, es sind Warnungen. Lang nicht auf die heiße Herdplatte. Hilf mir, dann kommt Hilf mir. Ich sage, lass einfach los. Der Weidezaun, der elektrische Weidezaun, es tut so weh. Ich sage, frag dich, warum es weh tut, weil du nicht loslässt. Vor was loslassen? Von den ganzen kleinen Marotten. Wenn du dich von den kleinen Marotten schon nicht lösen kannst. Weil du meinst, das ist ja nicht schlimm. Es geht nicht um das, woran du festhältst, ob das das Rauchen ist oder das Nichtrauchen.
das ja untrennbar zusammengehört, das ich so oft gesagt habe. Es geht, dass du meinst, ich mache den Schlüssel weiter. Du müsstest den Mut haben, dass du als militanter Nichtraucher mal eine Zigarette rauchst, genauso wie der Nichtraucher sagt, nein, ich rauche jetzt nicht mehr. Dass du dir ein bisschen bereit bist, auch dich mit der Gegenseite zu beschäftigen. Oder du hast das Prinzip verstanden, dann wird es eh hinfällig. Das ist aber, wenn du mechanisch immer wieder denselben Stiefel wiederholst, egal um was es geht, Ja. dass du irgendwann einmal sagst, das bin ich nicht mehr. Mache Ja. ich den Udo immer mit meinem Laden. Das ist jetzt wieder Geschichte. Das ist ja die eigenartige Konstellation gewesen, wo ich gesagt habe, ich habe wirklich meine Berufung, meinen absoluten Traum. Ich habe gesagt, ich hätte normal, wie wenn man auf den Golfplatz geht, ich hätte dafür bezahlt, dass ich in ein Tonstudio oder sowas machen darf, dass ich da mitarbeiten darf. Ja. Weil es für mich wichtiger gewesen wäre, wie irgendwelche andere Sachen. Aber irgendwann stellst du fest, das bin ich nicht mehr. Das habe ich zu einem Zeitpunkt gemacht, wo das Ding wirklich noch super gelaufen ist. Das heißt, ohne Überlebensängste oder sonst was, bloß, du drehst dich wie Hamster in ein Laufrad, ist das der Sinn des Lebens? Mit dem, was ich dann in der Physik und so erkannt habe, dass das nicht stimmt. Aber was ich sehr schnell erkennen durfte, dass es nicht dazu da ist, dass man jetzt die Menschheit damit beglückt. Ich muss den beglücken, der es auch verstehen kann. Und es ist niemals ein ausgedachter Mensch. Genau. Das ist jetzt, du bist mit Sicherheit was ganz Außergewöhnliches. Du bist jetzt der, der sich eine ganze Welt ausdenkt. Du kannst jetzt welche denken, die das auch machen. Dann denkst du dir bloß eine Kiste aus, wo du dir reindenkst, in der Kiste ist nur mal der Welt drin. Aber das sind deine Gedanken, das ist alles in dir. Es wird alles letztendlich, was du feststellen, dass du hier eine Ausgangsbasis bist. Das ist übrigens kein esoterisches Geschwätz, sofort überprüfbar. Weil du immer nur das überprüfen kannst, was jetzt da ist. Aber das verstreust du halt hartnäckig um dich herum und du entmachtest dich. Weil du immer noch in dem Wahn lebst, zu glauben, irgendein Gedanke, den du denkst, wäre mächtiger wie du selber. Du benötigst für das ewige Leben nicht den, nicht irgendjemanden, den du dir ausdenkst. Und wenn es ein Gott ist ein Geschöpf. Und was denkst du, wenn du an Gott denkst? Gibt es ihn nicht? Ist er mächtig, ist er nicht mächtig? Dann kommen immer so die kleinen Sackgassen. Ja, ich bin zwar gläubig, aber ich glaube nicht an Religionen. Das ist ein Geschwätz, wo so viele Figuren. Mach dir mal Gedanken, wieso ich das in die einspiele. Weil die nochmal von Nummer sicher gehen. Ganz verneinen wollen sie, es könnte ja doch was dran sein. Weißt du, wie viele Menschen ich schon habe, denen ich sage jetzt mal als UBL-Hayom, denen ich total am Arsch vorbeigehe, bis sie dann total krank sind und dann fangen sie zum Beten an. Wenn alle Stricke, wenn die Schulmedizin, wenn nichts mehr hilft, dann fangen sie zum Beten an. Und dann bin ich so gnädig und lasse die wieder gesund werden, was eigentlich genau das Gegenteil ist. Und dann gehe ich ihnen wieder am Arsch vorbei. Undankbarkeit ist der Weltenlohn. Erwarte nichts von den Menschen da außen. Es sind Tiere. Und Tiere sind frei zu sprechen. Ich nenne das einfach, es sind Protagonisten in einer unendlichen Vielfalt wie die Tierwelt selber. Das siehst du in den Romanen und in den Geschichten deiner Welt. Ob das jetzt Massenmörder sind oder Pädophile sind, ob es Heilige sind, Messias sind, Weltenretter. Das spielt überhaupt keine Rolle. Es sind einfach nur Figuren in einem Traum. Und wenn das jetzt nicht mehr nur eine Seinsmöglichkeit ist, sondern für dich zu einer absoluten Gewissheit geworden ist, dann kann man das nächste Kapitel einstatten. Ist die göttliche Komödie, ne? Das ist es. Die wäre es jetzt zum Beispiel wert. Hochinteressant, die göttliche Komödie, wenn wir die mal aus dem Lateinischen Wort für Wort übersetzen, so wie wir das mitten danach machen. Ist dieselbe Geschichte. Die Welt spricht zu dir durch alles und jeden, durch jede Kleinigkeit. Du musst nur die Vordersprache verstehen. Dann hast du immer wirklich einen absoluten Klartext. In einer rein entsymbolisierten Form. Wie jetzt das Ab. Schöpferisches Wissen. Schöpferisches Wissen deines Intellekts. Abi. Abak kommst du zum Bäcker. Back. Der Bäcker. Bäcker. Du kannst jetzt immer wieder, du musst nur hebräisieren, die Wörter anschauen. Dann kannst du ins Griechische gehen. Dann kommst du zur Magie, zum Magus, der die Kochkunst betrifft. Dann kommst du zum Brot. Brot ist natürlich Brot, heißt im Adam. Der Adam. Adam heißt ja auch Schweigen. Shin Waf, das logisch doppelt aufgespannte.
ist eine nicht existierende geistige Existenz. Das ist das Zentrum des Schweigen. Ich könnte auch sagen, deine logisch aufgespannt, das ist dein eigenes. Ja. Weil in dem Adam steckt ja auch das Wort Schweigen und Still. Weil ich selber spreche ja nicht. Da kann ich wieder tausendmal sagen, alle, die reden, wissen nicht und die wissen, die reden nicht. Ich rede nicht, ich lasse den Udo in dir für mich reden. Jetzt macht es einen geistreichen Sinn. Sinn mit zwei N hin. S-I-N-N. Ja, das genau. Ist das Sinn. Ja. Das sind sie mir schon oft drauf eingegangen, auf das Sinn. Das ist auch die Quelle, wenn du hast, das Que. Du wirst immer feststellen, dass genau dieses zeitliche Verschieben in den Wörtern mit drin ist, wenn du euch erinnert. Ja. Ich schalte es mal nochmal schnell ein. Müssen wir fast nochmal schnell drauf machen. Habe ich zwar schon so oft gezeigt, Sinne ist ja die Bedingung, Sinne qua non. Oh, Entschuldigung, das war jetzt eins verkehrt, da muss ich drauf drücken. So. Wenn aber wofern, doppelt aufgespannter Augenblick erscheint dir fern, ab aufblühender Wacht, wenn das Gegenteil oder etwas Gegenseitiges vorhergegangen ist. Seht ihr, da ist schon das zeitliche Denken mit drin. Ja. Das ist jetzt, wenn wir unseren Sinus denken. Denk wieder an die Brille. Wenn du an die Brille denkst, hast du die wieder auf oder du hast sie nicht auf. Das, was du jetzt als Welle siehst, ist aber gleichzeitig da. Das heißt, den Zustand, den du jetzt hast, ist dann, wenn du jetzt die Brille auf hast, dann glaubst du, du hast sie vorher nicht aufgehabt. Mhm. Aber das ist wie wenn du sagst, es ist ein Berg da, also war vorher das Tal. Mhm. Nein, es ist um dich herum. Es ist der Hintergrund, das Gegenteil davon. Verstanden? Ja. Das ist immer dran denken, wenn ich die Finger so aufspanne. Ja. Affin, aufgespannte Wahrnehmung. Schauen wir mal quer. Dem folgenden Wort angehen, dient zur Anreihung des Vorhergehenden. Zur Vermehrung des Vorausgehenden. Das ist dasselbe. Affin, aufgespannte I, machen wir Wahrnehmung oder Erscheinung. Ja. Sowohl als auch. Eine Welle ist sowohl ein Berg als auch ein Tal. Da ist das. Ja. Genau. Die Wörter sind, die Sprache versteht doch keiner, weil selbst Linguisten oder Physiker, jeder oder Religion, wenn du Theologie studierst, jeder plappert bloß seine Lehrer nach. Aber wo haben die das her? Die plappern, sie äffen nach. Simula. Das sind Simulationen, sie simulieren. Genau. Sie simulieren Wissen. Ein Computer, ein Handy, ein Smartphone mit Internetverbindung simuliert ihr Wissen. Das Ding hat kein Wissen. Das Wissen selber besitzt immer nur der Geist. Wissen ist immer was Ausgedachtes. Ich sage, jedes Wissen ist W ist gleich B, ist ein Bissen. Ein Bissen vom Heiligen Ganzen. Mhm. Wieso nenne ich uns Brösel? Weil wir Teile vom Brot sind. Ja. Das ist im Adam. Birot, wenn ich weiß, dass das heißt. Jetzt kann ich aber Birot lesen, dann heißt es die äußeren augenblicklichen Erscheinungen. Mhm. Das ist Zeit. Das sind die augenblicklichen Erscheinungen, die äußeren augenblicklichen Erscheinungen, die aber letztendlich in mir sind. Weil sonst bin ich ja, ist jetzt das Außen oder ist es innen? Da ist es. Mhm. Im Meer, da. Im Meer. Jetzt muss ich natürlich wissen, dass das Meer unten und oben, das ist eigentlich die Nulllinie, dann habe ich noch die Zeit, das ist dieses Drehen der Achsen und dann erhebe ich mich und dann sehe ich, es ist alles in dem Licht zwischen den Spiegeln, Vereinfachung, was eigentlich ein Tetraeder ist und sobald wir uns die vier denken, müssen nochmal vier da sein. Und die vier wiederum müssen dann nochmal vier da sein, das sind die 8 bis 16 und bei 32 beginnt Windows. 32 wiederum ist das dann mal Leb. Das ist das Herz rot geschrieben. Mhm. Ja. Es ist, ich merke immer wieder, wenn welche auftauchen, Holofeeling ist viel Wissen, aber einfaches Wissen, es ist nur viel, aber du hast ja unendlich viel Zeit, es zu verstehen. Und solange du dich noch verlierst an weltliche, vergängliche Sachen, festhältst in den ständigen, dieses Modern, in der Mode, in der Zeiterscheinung lebst, Mode ist auch Wissen ist Mode. Es war mal eine Zeit lang modern zu glauben, die Welt ist eine Scheibe, jetzt ist es modern zu glauben, die Welt ist eine Kugel. Dann kommt eine Welt, wo du vielleicht modern ist zu glauben, die Welt ist ja bloß eine Traumwelt, eine Matrix, es ist schon wieder eine Vorstellung.
Eine Vorstellung, die du fassen kannst. Aber es wird nie aufhören zu wachsen in einem Bereich, den du dir so wenig vorstellen kannst, wie sich ein frisch abgenabelter Säugling vorstellen kann, was Sexualität oder Sorgen oder Freude ist, im Ja, weltlichen Sinne. genau. Es ist ja die Begrenzung, dass ich immer nur kommunizieren kann, wenn ich sage, wenn du Chinesisch sprichst, kann ich nur Chinesisch mit dir reden. Und ihr seid so gescheit als Affen, so unendlich arrogant, auf ein Wissen. Ihr saut andere Menschen ab, nur weil sie nicht eure Meinung vertreten, weil sie einen anderen Schwamminhalt haben, den sich keiner raussuchen konnte. Die Demut zu begreifen, dass egal über wen du jetzt herziehst, dass was du dem vorwirfst, es ist ein Gedanke, es wird so sein, wie du ihn dir ausdenkst, aber jetzt wieder normal gedacht, hättest du den seine Logik, wäre das alles logisch, was der glaubt. Dann Ja. wärst du der Sexualverbrecher. Wer keine Schuld hat, werfe den ersten Stein. Gerne. Das ist es und das siehst du erst in der Reife. Das kannst du von 30- oder 40-Jährigen nicht erwarten. Der kann das zwar intellektuell begreifen, wie ich immer wieder sage. Diese vielen kleinen Beispiele hier mit dem Bezi seiner Esther mit 14. Und ich sage, jetzt denkst du, du bist 7. Was hältst du von einem frisch abgenabelten Säugling? Wissenstechnisch. Ein geistloser Dummkopf. Ich lerne ja schon lesen und schreiben. Jetzt bist du 14. Pubertieren fängst an, dich für vier Jungs zu interessieren. Was hältst du von einem 7-Jährigen? Wie sieht von der 14-Jährigen einer 20-Jährige aus? Das ist ja schon erwachsener, großer. Wie sieht von einem 21-Jährigen ein 14-Jähriger aus? Kind. Ein Kind. Wie sieht von uns aus gesehen ein 40, 50-Jähriger aus? Ein Ein Kind. Kind. Ein Kind. Es ist immer dieses einfache Prinzip. Du kannst von oben nach unten schauen, jetzt in dieser Metapher, aber niemals von unten nach oben. Da hast du immer die Arroganz in dir, dass du glaubst, die Alten sind blöd. Das ist jetzt die Naturwissenschaft. Wie blöd waren die noch damals? Paracelsus. Nein, die Alten ist Wissen. Jung ist dumm. Jung ist dumm. Es ist ein beschleunigtes Wissen, das sich so schnell austauscht. Die Wahrheiten von heute sind die Dummheiten, wo die Menschen morgen schon drüber lächeln, wenn sie es geschehen lassen. Bis auf die Traditionalisten. Die spinnen ihren Teil durch. Die religiösen Traditionalisten. Religion ist das Böse in der Welt. Nicht die ursprünglichste Religion am Anfang. Diese Rückbindung zu dem, der man selbst ist, im Innersten. Das Genau. ist Religion. Die Rückbindung zu dem, der du bist, in deinem absolut Innersten. Ich. Solange du dich an irgendwelche Vorstellungen, die du vom Hörensagen kennst, ob das ein Mohammed, ein Jesus, ein Buddha, egal was es ist, ein Krishna, egal was es ist, es sind Gedanken von dir. Du entmachtest dich. Du machst einen Gedanken, den du erschaffst, mächtiger wie den, der den erschafft. Das ist übrigens kein esoterisches Geschwätz, sofort überprüfbar, auf der Stelle, hundertprozentig sicher. Und solange du in dem Wahn lebst, dass du dich mehr an deinen Vorstellungen von hundertprozentig sicher hältst, ich nenne das immer das Geschwätz vom Zweiten, von dem du alles nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Und absolut sturköpfig ignorierst, was du sofort überprüfen kannst, dass das Geschwätz vom Zweiten dir richtiger erscheint. Mein Gehirn ist ja auch dann da, wenn ich nicht dran denke. Hast du dein Gehirn jemals gesehen? Du kannst es allerhöchstens denken und dann existiert es, weil du es denkst. Wenn du es nicht denkst, existiert es nicht. Du bist immer, nicht das Gehirn. Es Genau. braucht dich, deine Eltern brauchen dich. Das heliozentrische Weltbild, das ganze Universum braucht dich, dieses in eins gekehrte, weil du das eine Innerste bist, weil du ich bist. Eben. Toni bringt es wieder auf den Punkt. Genau. Jetzt lassen wir es gut sein, Leute. Oh, Leute, Leute. seid bewusst, die Toten des Meeres, Martin. MG, gestaltgewordene Erscheinungen, Toni, Helene, Brüssel, Udo, und natürlich auch der Brüssel, der jetzt vom Computer sitzt, der du zu sein glaubst, im Meer noch. Im Meer bist du ruhend noch. Und außerhalb, halb außen, ist eine ständige Veränderung. Okay, ihr zwei. Wir danken, Ja. danken, danke, Ich sage dieses ständig danke Geschenk. dir, was wäre ich ohne dich? Wir lieben dich Ja. unendlich. Ja, erst. Ja.
Baba. Tschüss. Du bist ja der Mann.